Die Adenauer Stiftung hat ein Jahr lang das Thema Heimat zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Ein wichtiger Teil dieser Beschäftigung mit dem Thema Heimat war unser Video-Wettbewerb 100 Sekunden Heimat. Heimat ist, wo ich Freunde habe. Heimat ist, wo ich mich hingezogen fühle. Die Jury beschreibt den Beitrag wie folgt. Er greift die zentralen Aspekte des Heimatbegriffes auf und stellt einen modernen Heimatbegriff vor. Er verbindet vor allem einen emotional positiven Heimatbegriff mit einer Offenheit für die Zukunft. Die Jury sagt, dass er mit seinem Beitrag zeigt, dass er stolz auf seine Heimat ist. Heimat ist ein Teil von ihm selbst und somit unabhängig auch vom Ort. Sie ist Erinnerung, Prägung und Gefühl. Niemand darf seine Wurzeln vergessen. Sie sind Ursprung unseres Lebens. In seinem Clip, so sagt die Jury, bringt er, unterstützt von großem filmerischen Talent, das Heimatgefühl seiner Generation auf den Punkt. Der Zuschauer wird von der ersten Sekunde an von Bildern und Worten angesprochen und mitgenommen. Auch in diesem Beitrag wird deutlich, dass Heimat für den jungen Regisseur und Autor nicht zwingend der Geburtsort sein muss. Mein Name ist Klaus. Ich bin 20 Jahre alt und wohne seit nunmehr einem Jahr in Berlin. Ob Berlin auch meine Heimat ist? Ja. Und eigentlich lässt sich das ganz leicht erklären. Aufgewachsen bin ich in einem 500 Einwohner großen Dorf in Niedersachsen. Den Großteil meiner Kindheit habe ich dort verbracht. Das sei eigentlich meine Heimat? Nein. Ich bin dort nur aufgewachsen. Habe aber nie das gefunden, was ich brauche, um zu sagen, es sei meine Heimat. 2011 ging es nach Berlin. Ich habe große Hoffnung in den neuen Ort gesteckt. Meine Damen und Herren, ich will noch kurz darauf hinweisen, dass alle Beiträge, auch diejenigen, die heute nicht ausgezeichnet worden sind, im YouTube-Kanal der KAS zu finden und zu sehen sind.